Hallo Freunde, heute ist Pickup-Tag, Wellness-Tag für den Pickup. Heute wird mal alles gecheckt. Wir sind sehr viel gefahren in letzter Zeit, da muss man wieder geguckt werden. Und dann Wellness-Oase. Und was da passiert, das ist eh der Oberhammer. Seid gespannt, das zeige ich euch in diesem Video. Ich nehme euch mal mit, ich habe extra mir einen Gimbal besorgt, dass ich euch mal draußen auch ein bisschen rumführen kann und ein bisschen zeigen kann, was so abgeht. Heute bekommt mein Auto einen großen Wellness-Tag und zu was ich mich natürlich dann wieder eingelassen habe und was das alles kostet, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, es ist sau heiß und das Auto wird gerade richtig durchgecheckt. Der Luftfilter ist schon ausgeblasen worden, nicht erneuert. Lager gecheckt, es werden Bolzen gecheckt, es wird alles gecheckt einfach. Es ist auch scheißegal, es wird alles gecheckt. Generell ist man halt gut beraten, wenn man hier in Thailand ein Auto kauft, das im besten Falle hier oft gefahren wird natürlich. Da kennen sich die Mechaniker aus und da haben sie die Ersatzteile einfach da und da ist es, da sitzt jeder Handgriff. Und wenn man jetzt irgendwelche Exoten fährt, irgendwelche importierten Autos, dann wird halt alles etwas länger dauern, dann wird alles wahrscheinlich auch etwas teurer werden. Und wenn dann wirklich mal ein Ersatzteil gebraucht wird, dann wartet man, bis es da ist, was natürlich wieder hohe Kosten verursacht und Ausfall vom Fahrzeug. Aus dem Grund empfehle ich eigentlich, kauft euch Autos, die hier viel gefahren werden. Autos, die man kennt. Autos, die man an jeder Straßenecke reparieren kann. Autos, wo Ersatzteile auf dem Lager sind. Und nicht irgendwelche super tollen Exoten. Das bringt euch hier eigentlich nichts. Du kannst Nissan Navara, du kannst Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Ford Ranger, Mitsubishi L200 und wie sie alle heißen. Diese Autos werden auch alle in Thailand produziert. Das bedeutet, man zahlt keine große Luxussteuer drauf und somit kann man diese Autos relativ zu einem erschwinglichen Preis im Endeffekt kaufen. In Thailand ist es auch so, man braucht für nichts einen Termin. Also du musst jetzt da nicht irgendwie einen Termin für einen Kundendienst ausmachen und übernächste Woche um 8 Uhr da erscheinen, sondern man fährt einfach hin und wenn die gerade Zeit haben, dann machen sie es. Und wenn sie keine Zeit haben, sagen sie, kommen in einer Stunde wieder. Also das ist so total unkompliziert. Funktioniert mit allem. Also es ist wirklich mit allem. Es gibt in Thailand, glaube ich, keinen Termin für irgendwas. Wir sind fertig. Wir haben eigentlich alles getauscht jetzt, was man macht beim Kundendienst. Und Preis ist 1800 Baht, also das sind knapp 50 Euro. Und da kann man nichts sagen. Also da ist natürlich das Material alles dabei, die Filter, das Öl und natürlich dann die Arbeitszeit von den Jungs. Und wie lange haben die jetzt gebraucht? Das waren 20 Minuten oder so. Aber ihr wisst, in Deutschland wird da eine Meisterstunde berechnet oder eineinhalb, weil da muss man nach dem Nummernschildhalter schauen, ob da nicht irgendwas verbogen ist und das ersetzen. Ihr wisst, wie es läuft. Aber hier ist es echt korrekt. Also. Aber der Hammer kommt jetzt erst. Der Hammer kommt jetzt erst. So, was man in Thailand immer macht, zwischen den Sachen, was man vorhat, man geht einen Kaffee trinken. Da nehme ich euch jetzt mit. Das ist ein ziemlich geiles Kaffee, Leute. Sehr gemütlich. Und da bin ich ganz gerne. Jetzt sind wir beim Reifenhändler, weil die Autowerkstätten und die Reifenhändler, das sind zwei Paar Schuhe hier. Da wird jetzt mal die Spur gecheckt und mal gucken, ob da alles passt, weil der ein bisschen so nach links zieht, in meinen Augen. Das checken wir mal ab jetzt.
ich habe mich noch für diese Offroad-Reifen entschieden. Ein bisschen so eine Offroad-Optik ist schon nicht schlecht. Es sind jetzt keine wilden Stollenreifen, keine Matschreifen, das ist klar, aber so eine leichte Optik einfach nur, kommt bestimmt geil. Wir werden am Samstag geliefert und da bin ich schon gespannt. Ja Leute, wie es immer ist, da fährt man wegen der Kleinigkeit wohin, sieht was und dann greift man zu. Habe ich aber eh schon immer vorgehabt, ein bisschen Pickup, ein bisschen fettere Reifen drauf, weil mir das gefällt. Und ich habe bis jetzt einfach die Standardreifen drauf gehabt und die sind halt sehr, sehr mager. Und jetzt bekommt er mal ein bisschen dickere drauf. Man muss auch nicht übertreiben. Also ich habe auch in Deutschland einen Jeep gefahren, einen Wrangler, der mit Fahrwerk hochgelegt und fette Reifen drauf. Also ich weiß schon, was es da gibt und so. Und ich weiß auch, dass es da noch viel höhere gibt und noch viel breitere gibt. Das ist mir total egal. Ich will auf meinem Pickup nur ein paar schönere, massivere Reifen drauf, als sie jetzt sind. Und es muss nicht immer das Fetteste sein. Es muss auch nicht immer das Teuerste sein. Die Reifen, die kosten jetzt pro Stück 4.500 Baht. Das heißt, in summa summarum wird das Ganze 18.000 Baht kosten mit Montage, mit allem Pipapo. Das ist irgendwie 500 Euro. Dafür, dass es eine bessere Optik ist und dass unsere Reifen abgefahren sind, finde ich, ist das in Ordnung. Okay, jetzt habe ich auch noch 2,5er, also 1 Inch Spurverbreiterungen bestellt. Braucht man das alles? Nee, brauchst du nicht. Ist es geil? Ist geil. Jetzt möchte ich mal kurz noch mal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar hat auch mit Autos zu tun. Es war mal ein Samstagabend und wir fahren vom Haus weg und in der Nachbarortschaft, da sind so ein paar Bars, ein paar Kneipen. Und da sind wir öfter mal beim Trinken mit Freunden und dann sind wir losgefahren und fahren so die Straße entlang. Da gibt es doch zwei, drei Ortschaften und plötzlich hinter einer Kurve, oh, Polizeikontrolle. Ich hatte ein Bierchen offen und in Thailand darf man keinen offenen Alkohol im Auto haben, wenn man fährt. Ich natürlich sofort Bier runter, zwischen meine Füße rein, ganz am Boden unten. Da ist es ja dunkel auch gewesen, sieht man nicht. Dann Polizei gleich links, rechts und dann lasse ich die Scheibe runter. Und das Erste immer, was passiert ist, wenn du halt im Outback bist, wenn du heraußen bist, da wo keine Touristen sind. Das Erste immer ist gleich, der Polizist erschrickt und ist auch sogar ein bisschen schüchtern. Also so, oh, was sage ich jetzt? Scheiße, das ist ein Ausländer, ich kann mit dem nicht reden. Und dann sage ich, Sabadi Kap. Und er, Sabadi Kap. Und dann war, ich habe das dann schon kapiert, da war dann so 30, 20 Meter weiter war so ein Pickup gestanden mit dem Chef von dem, mit dem Boss. Der hat das ein bisschen überwacht, was die Jungs so machen. Und dann wollte natürlich der Polizist auch nicht blöd dastehen und wollte natürlich so tun, als könnte er perfekt mit mir kommunizieren. Und dann hat er sich gedacht, scheiße, über was rede ich jetzt? Was könnte ich dem reden? Und dann fragt er mich, Bier Chang? Er wollte mich fragen, ob mir Bier Chang schmeckt. Dann sage ich, ja, Bier Chang, gut. Und dann fragt er, Singha? Dann sage ich, Singha, gut. Dann sagt er, Leo? Ich so, Leo, okay, gut. Und dann haben wir alle Biermarken, sind wir durchgegangen und dann sagt er, okay, okay, alles klar, kann weiterfahren. Und somit hatte sein Boss eben gedacht, wow, er ist da ein richtig cooler Polizist, der sogar mit den Ausländern da krass reden kann, mit seinem Wortschatz. Aber wir haben eigentlich nur über Bier geredet. Und das ist Thailand, meine Freunde. Überlegt einmal, in Deutschland hält die Polizei zwei Ausländer an, die kein Deutsch sprechen, die werden nicht über Bier reden. Wisst ihr, was ich meine? Da wird der Polizist nicht fragen, was für ein Bier die mögen. Das ist der Unterschied. So Leute, jetzt kommen wir zum Höhepunkt des Tages und das ist einfach der Wahnsinn. Also ich habe mir am Anfang eben, dass ich das Auto waschen kann auch und dass ich das ein bisschen einfach, ich bin dafür, dass man alles ein bisschen instand hält, dann hat man auch lange Freude daran, ist ja klar. Ich habe mir einen Schwamm gekauft, ich habe mir Reinigungsmittel fürs Auto gekauft, Autoshampoo und auch für die Plastikteile. Ich habe mir da so ein paar Sachen, einen Eimer gekauft und dass man das einfach pflegen kann, gell? Und dann hat mir meine Frau das hier gezeigt.
ihr habt gesehen, wie das Ding da rauskommt. Also da brauchst du selber nichts anfassen. Ich habe meinen Schwamm nie berührt. Ich habe die ganzen Chemikalien, wo ich da gekauft habe, das Autoshampoo, das ganze Zeug, das steht bei mir halt wirklich in der letzten Ecke. Da sind 4 Leute beschäftigt, die machen wirklich alles sauber. Innen sowie außen in Perfektion mit sämtlichen Aufbereitungsmittelchen und Plastikbehandlungen und Zeug. Also das sieht aus wie neu, das Auto. Und jetzt wollt ihr wissen, was es kostet, gell? Und das ist der Oberhammer. Und dann wisst ihr auch, warum ich den Schwamm und das Autoshampoo niemals angerührt habe. Die ganze Behandlung, das Auto aufbereiten, innen sowie außen, mit Polieren und Pipapo, kostet 250 Baht, das sind 8 Euro. Und das ist eine Win-Win-Situation. Die Leute haben was zu tun, die haben eine Arbeit, die verdienen Geld, auch in diesen Corona-Zeiten jetzt. Und du hast ein sauberes Auto und das Ganze ist halt mega bezahlbar. Also ich bin wirklich ein Mensch, der auch gerne selber Hand anlegt, der auch vieles selber macht. Ich mähe zum Beispiel den Rasen hier immer komplett selber. Andere lassen es machen. Ich habe da Spaß dabei. Ich mag da auch gern handwerklich mal die Hand anlegen. Das ist kein Thema. Aber beim Auto sauber machen, vor allem das Innen, also wenn nur außen wäre, würde ich sagen, mache ich selber. Aber es ist ja innen auch dabei. Und da ist der Preis einfach, da brauchst du es selber nicht machen. Das ist top. Jo, und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr vielleicht sehen wollt, wo ich ein Video machen kann, was euch taugt. Und wenn da gute Vorschläge dabei sind. Also ich habe viele Ideen. Es passieren hier so viele Dinge. Es gibt so viele Sachen zu zeigen und zu erklären. Uns wird es hier nicht langweilig auf dem Kanal, meine Freunde. Aber trotzdem möchte ich euch einbinden. Das ist mir ganz wichtig, dass wir so wie Community-mäßig am Start sind. Das ist nicht nur ich, sondern ich will eigentlich, dass wir zusammen da uns ein bisschen austauschen. Und deswegen schreibt mir in den Kommentaren, was ihr Bock hättet zum Beispiel. Was ein Video geil wäre, was euch interessieren würde. Da, und wenn ich da was weiß, dann mache ich ein Video drüber. Wenn ich was nicht weiß, dann mache ich auch kein Video drüber. Das sage ich aber auch dann offen und ehrlich, weil Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Das bedeutet, ich will hier keinen Scheiß erzählen, sondern ich sage euch mein bestes Wissen und Gewissen. Ich sage euch auch meine Meinung dazu. Da kann auch jeder eine andere Meinung haben. Das ist gar kein Thema. Aber wenn ich was weiß, wenn ich euch helfen kann, mache ich das gern. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Peace, euer Stefan.